Der Streit zwischen Katja und Dieter Bohlen wird immer intensiver und das soll Auswirkungen haben auf die gesamte DSDS-Staffel. In einem Statement spricht sie über 5 Minuten darüber, was für ein Lügner Dieter doch sei. Außerdem wirft sie ihm gleich mehrere Sachen vor. Darauf bekam sie öffentlich keine Antwort. Stattdessen hat nun Dieter mit RTL gesprochen und möchte, dass Katja die Sendung verlässt. Unter anderem hat sie deswegen keine Werbung mehr gemacht für DSDS. Doch RTL zeigt wohl kein Interesse daran, dass die Rapperin aus der Sendung fliegt, nur weil Dieter es will. Da die Live-Shows erst im April stattfinden, möchte man gerne, dass die beiden sich zusammensetzen und miteinander reden. Bis dahin soll eine friedliche Lösung gefunden werden. Sollte das nicht der Fall sein, müsste man schauen, wie es weitergeht. Eventuell geht dann einer von den beiden freiwillig, was auch nicht im Interesse von RTL ist. Bislang haben beide Seiten sich dazu nicht öffentlich geäußert. Also du findest mich ja richtig schrecklich. Leute, ich habe hier einen Screenshot. Ich zeige euch einfach mal, wie Dieter Bohlen eigentlich so drauf ist, wenn er jemanden findet. Und du sagst im Interview, dass du nicht so warst, mir deine Nummer zu geben. Also wir haben ja überhaupt keinen Kontakt. Also an die Rap-Check-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Was denkt ihr? Wird Katja oder doch Dieter die Sendung verlassen? Oder werden die beiden eine friedliche Lösung finden? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.